Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde This War of Mine. Ja, es geht wieder. Besser gesagt, es geht wieder mit Fraps jetzt. Ich habe es ausprobiert. Es funktioniert. Es stürzt nicht mehr ab. Das heißt, jetzt kann ich wieder vernünftig Videos aufnehmen. Denn ich erkläre doch mal kurz: Ich habe This War of Mine mit DxStory aufgenommen. Ich weiß nicht warum, aber zwischendurch gab es immer wieder Probleme mit DxStory. Entweder ist das Spiel nicht das Spiel abgestürzt, entweder. Oh, vier Leute? Wow. Entweder ist wirklich nicht das Spiel abgestürzt, sondern. Keine Ahnung, hat das Rendern nicht funktioniert? Rendern hat dann irgendwelche Errors die ganze Zeit gemacht, ich habe keine Ahnung. Und was ist das für eine hübsche gewesen? Hallo, die ist krank. Jetzt schon. Super. Super. Die ist jetzt schon krank. Ist ja eine wahre Pracht. Du kannst mal unten. Na, du kannst mal da. Du kannst mal unten. Du kannst mal da. Ja, dann fehlt auch noch, ne? Ach ne. So, und du kannst mal da dann buddeln. Die ist auch mal buddeln, sehr schön. Ja, wie gesagt. DxStory, entweder hat das Render nicht funktioniert oder die Sounddatei war dann absolut unsynchron mit dem Video. Und jetzt habe ich ein bisschen gewartet. Es kamen jetzt ein paar Updates von dem Spiel. Und ich habe mir jetzt gedacht, jetzt probierst du das mal mit Fraps nochmal und jetzt funktioniert's. Wie ihr auch in der letzten Folge gesehen habt von This War of Mine, hatte ich ja neu angefangen. Ich hatte jetzt aber auch schon mehr Addon wieder aufgenommen, natürlich mit DxStory. Da sind wir aber alle verreckt. Leider. Einer ist noch niemals abgeschossen worden, der wurde nur verletzt. Ich hatte aber keine Bandagen mehr, das heißt, der ist dann. Ich glaube, der hatte dann irgendwie eine infizierte Wunde oder sowas. War das? Und die anderen beiden, die sind einfach todkrank geworden. Die haben sich, weil das ja kalt war die ganze Zeit in dem Bau, sind sie erkältet gewesen nachher. Und irgendwann wurden die dann richtig krank. Ich habe keine Medikamente gefunden. Und dann waren sie leider dann irgendwann alle tot. War zwar schade, aber das war zwar eine schöne Runde, weil da war ein Ofen da, ich hatte da schon den Kräutergarten und so. Aber leider hat es nicht sollen sein, sagen wir mal so. Leider nicht. So, und du, Dame, gehst mal da oben noch schaufeln. Du gehst da unten schaufeln und du gehst schon mal hier. Ach, der ist auch zu. Mal. Ich brauche auf jeden Fall eine Werkstatt. Die finde ich hier schon mal. Für Dietriche. So, da haben wir da noch was. Da ist nochmal noch eine Karotte. Jetzt kommt natürlich das Blöde. Das sind vier Leute. Vier Leute heißt viel Essen. Gerade am Anfang sehr schlecht. Muss ich sagen. Da habe ich die Olle nicht dazu. Achso. Die kommt da durch die Tür nicht durch. Ärgerlich. Ein Herd brauche ich gleich auch noch. Auch ganz wichtig. Was können die überhaupt alle? Ach, der Pavel ist dabei. Die macht den Mut toll. Alles nehmen. Alles klar. Gut, die ist krank. Das heißt, die kann dann erstmal hier Medikamente essen. Und das ist er, ja. Das heißt, du kannst schon mal einen Herd bauen. So. Du kannst mal da oben hingehen. Die nimmt sich Medikamente da oben. Betten brauche ich auch noch. Boah. Ist natürlich jetzt nicht so schön. Wichtig ist auf jeden Fall erst einmal. Wie viel Wasser habe ich? Sechs. Das ist okay. Erstmal. Das ist auch wichtig, das Ding, ne? So, bau schon mal einen. Du baust nämlich gleich einen da unten.
Medikamenten. Ja. Also oben draußen war oben ja auch einen. Sehe ich gerade. Dann baut er immer noch einen. Nein, ja, okay, die Brechstange ist ja noch einfacher. Warum wollte ich eigentlich die Triche? So, und du? Jetzt mal dahin, weil du baust jetzt noch dein Regending. Hoffe ich, dass das noch geht. Ja. Das geht. Dann baust du mal dahin. Eine Bandage ist auch gut. Futter. Ist auch schon mal was wert. So, und du brichst mal bitte das Ding auf. Kannst du auch eine Schaufel bauen? Sehr schön. Eine Schaufel kann auch schon bauen. Sehr gut. Machen wir erstmal Werkzeug. Wichtig, wichtig. Betten. Betten sind wichtiger eigentlich. Ach, können wir nicht. Ärgerlich. Dann muss das halt für nächste Runde. Hm? Müssen Salonboden pennen. Ist natürlich schade. Nächsten Tag kann ich dann Betten bauen, wenn ich dann... Schade, dass man immer noch nur alleine mit einem plündern können. Das ist nicht doof. So, und du kannst schon mal einen Filter bauen. Der letzte Teil, was ich bauen kann mit den Sachen. Jemand sollte nur nach einer Folge 8 Sachen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Na, leider schafft die das nicht mehr. Hä? Er macht auf, danke. Ist jetzt nämlich die Nacht. Schade. Das finde ich schade, dass man echt nur mit einem plündern kann. Aber der... Oh, Slater und der... Ach ja, der Pavel hat ja sowieso 12. So, ihr beiden steht mal Wache und du kannst pennen. Und du gehst direkt mal... Oh, der ist gut. Der zerstörte Wohnbuch ist gut. Da brauchst du eigentlich erstmal nichts. Weil da ist nichts, was im Weg liegen könnte. Da sind, glaube ich, nur diese Gitterstäbe. So, dann wollen wir mal erstmal ein bisschen was... Oh, da ist schon mal Gemüse drin, das ist gut. Und ich glaube, hier ist auch, glaube ich, nichts. Also ich hatte hier noch nie was bei den zerstörten Wohnblock, also nichts an Gegnern oder sonst was. Hatte ich noch nie. Waffenteile. Aber natürlich gucken wir erstmal... Waffenteile ist jetzt nicht so wichtig, das Messer. Oh, Futter. Dann nehmen wir sich erstmal hier... Lassen wir mal den Kaffee da, den brauchen wir jetzt nicht. Futter ist wichtiger erstmal. Die elektronischen Teile ist jetzt auch nicht so wichtig. Die Teile sind wichtiger. Buch habe ich noch. Pack erstmal die Sachen ein. Den Müll ist jetzt auch nicht so ultimativ wichtig. Das können wir bei der nächsten Runde dann mitnehmen, weil ich muss hier sowieso zwei, dreimal hin. Futter. Die sind auch wichtig, die Teile. Waffenteile nehmen wir doch mal mit. Vielleicht finden wir noch einen. Dann könnte man nämlich noch ein Messer bauen. Wissen wir ja nicht. Nee. Ich glaube, das kann doch noch was nehmen. Hallo? Danke. Wir werden da voll machen hier. Futter ist immer gut. Vor allem, weil ich jetzt vier Leute bekochen muss. Ist ja natürlich jetzt... Und schade, dass wir den Koch nicht haben. Da brauche ich nämlich mehr... ja, Munition. Toll. Bin mir herzlich wenig. Reicht. Komm. Nächste Nacht nochmal hier hin. Aber die kann man, glaube ich, nur mit so einem Sägeblatt aufmachen oder so. Habe ich mal gesehen. Aber schade. Schade, dass man echt immer noch nur mit einer Person... plündern gehen kann. Weil wenn man jetzt 24 Plätze hätte, oder wenigstens größere Rucksäcke bauen, das wäre auch cool. Vielleicht kommt das ja noch, weiß man ja nicht. Man weiß es ja nie. So, der ist natürlich jetzt da. Sehr schön. Die Nacht war ruhig. Schlecht geschlafen, ist klar, ich habe Bock am Bett. Die ist immer noch leicht krank. Was soll denn das? Gehen wir da hin. Hungrig ist auch logisch. Du kannst jetzt erstmal ein Bett bauen, würde ich sagen. Du brauchst mal bitte die Betten. Bauen wir da bitte eins hin.
Du gehst mal hier unten hinter. Das Wasser ist fertig. Ja, 12, alles klar. Sehr schön, dann kannst du mal hier kochen. Und zwar brauche ich 2 Brennstoffe. Wir brauchen was zu essen. Ach, hätte ich jetzt nicht gedacht. Schlecht geschlafen, schlecht gelaufen. Weiß ich da, dass ich ja mal lappen, ich weiß ja gar nicht. So, du kannst jetzt mal Essen kochen. Schau mal. So, du kannst eigentlich... Was kannst du denn jetzt noch machen? Noch ein Bett bauen am besten. Weil ich brauche definitiv 2 Betten für die 4 Personen. Oh, toll. Man stellt da oben hin. Weil das wird sonst viel zu wenig. Die ist müde, dann leg dich mal hin. Direkt. Was mit ihm? Achso. Du kannst ja erstmal was essen. Du kannst gleich auch mal was essen kommen. So, du kannst dann auch was essen. Sollte ich nur mal kurz gucken. Gut, da ist klar, dass ich das nicht bauen kann. Schaufel und so brauche ich jetzt auch nicht. Was kostet denn das Aufwerten von dem Ding? Oh. Hü, das kostet was. So, Olga, jetzt kannst du mal kurz nochmal kochen. Für die anderen da. Ja, ein Sitzplatz, ja. Ein Filter kannst du auf jeden Fall schon mal bauen. Für die Water. Okay, mal. Achso. Ich habe keine Zeit zu vorlesen, oder? Jamalam. Ja, Jamalam, ja. Ist auch ein geiles Wort. Dann gehst du mal pennen, Pavle. Bitte. Und du gehst mal den Filter dran bauen. Genau. Achso, du sollst ja kochen. Olga, koch mal hier. So, und einmal 2 Mahlzeiten kann ich dann noch machen. Das ist gut. So, und der macht jetzt Wasser. Schau mal, 4. Kannst du direkt nochmal einen Filter bauen. Dann davon brauche ich nur einige. So, du hast ja schon gegessen. Ich war doch noch irgendwo bei, irgendwas zu machen. Genau, da oben. Dann gehen wir bitte da hoch. Brech mal da Dingen auf. Und du gehst mal was essen. Da unten, das habe ich schon aufgebrochen. Das auch. Ja, ja, ja. Ist da oben das einzige Teil, wo noch zu ist. So, du kannst jetzt essen. Sehr schön. So. Da fehlt nur noch die Olle, glaube ich, ne? So, die einzige noch, ja. Die ist auch müde. Okay. Naja, immerhin. So, Pavel, das noch knacken. Und als nächstes muss die Olle pennen dann. Ja, mal nicht rum. Ich habe schon eine ganze Weile nicht geschlafen, ey. Hammer. Was ist denn los hier mit euch? Ey, voll der Krieg hier, voll die Apokalypse jetzt nicht, aber Krieg. Und dann jammern hier rum, dass sie wenig schlafen, ne? Ich hätte auch was anderes irgendwie zu pennen. Was machst du? Wolltest du dich jetzt da hinsetzen? Hammer. Hat Wasser ist gleich schon fertig, gibt's ja gar nicht. Hammer! Ah, der Pavle steht auf, sehr gut. Kannst du dich jetzt hinlegen? Pavle ist wieder fit für die Nacht gleich. So, das Wasser ist auch fertig. Weißt du, das läuft doch wie am Schnürchen hier. Schlimm ist nur, wenn da gleich wieder das Zeug ausgeht. Das kenne ich ja. Vor allem Futter. Dann heißt es nämlich wieder, ne? Und ich hoffe nicht, dass einer krank wird, weil Medikamente zu finden ist ganz schön schwer, habe ich festgestellt. Und die eine ist ja schon leicht krank. Oh, du kannst mal kurz was essen gehen, dann kannst du wieder hinlegen. Olga. Kann sich weiter erholen. Erstmal im Watt und dann kannst du weiter pennen. Die bleibt auch pennen, glaube ich. Pavle geht wieder und die beiden. Ach.
Das weiß ich auch. Das habe ich gemerkt, was der gesagt hat. Ja, die Nacht kommt gleich. Ich kann den Tag jetzt auch beenden, weil bringen tut sowieso nichts. So, und ich gehe wieder mit Pavle plündern. Du schläfst bitte. Die beiden werden Wache stehen. Und du gehst auch wieder hier hin. Oder? Ah, oder die bombardierte Schule. Frage ist, ne, das war nicht die Schule, wo ich gekillt wurde. Nehmen wir mal die Schaufel mit. Ich glaube nicht, das war was anderes, wo ich nach dem, ne, ein Militärschutzpunkt war das auch nicht. Wo wurde ich denn gekillt? Boah, ich weiß das nicht mehr. Oder war das nicht hier? War das nicht hier der sogar? Wo jetzt gleich hier einer steht? Da brauche ich nicht. Erstmal. Ne. Ja, dann war das nicht hier. Da kommt aber irgendwas. Was ist das? Ach, eine Ratte. Boah, mit Brettern zugenagelt. So, gehen wir mal ein bisschen leise, langsam. Sehr gut. Gucken wir mal hier in den Schutthaufen. Ist ja eine Menge, was hier rumliegt. Hammer. Schaufel den mal bitte weg. Und dann gucken wir mal den nächsten wegschaufeln. Dann gucken wir mal da hinten weiter. Weil dann sind ja doch... Ja, wohl so viel, also wohl hier unten ist ja auch noch was. Im Keller. Sehr gut. Hat er weggeräumt. Dann den nächsten. Wegräumen. Gucken wir mal, was wir hier noch so finden. In dem Bau. Da ist schon wieder eine Ratte. So, weg ist er. Gucken wir mal hier. Was hier so liegt. Oh. Das ist aber viel. Nehmen wir erstmal alles mit. Was war das denn jetzt? Das ist eine Ratte. Okay. Können wir das aufmachen? Ne. Kommen wir hier unten. Da ist auch noch ein Schränk. Da unten ist was. Steht auf einer Stelle. Die nehmen wir mit, die Sachen, die Teile. Was ist das denn da unten? Warum steht das auf einer Stelle, die Geräuschkulisse da unten? Gucken wir mal, was das ist. Sehe ich nicht. Achso. Was ist das? Aha. Da steht einer auf jeden Fall. Ich werde bald sterben, hör auf zu jammern. Das brauche ich auch nicht. Das Problem ist nur, der steht da natürlich jetzt im Weg. Wo ist er hin? Da unten ist er doch. Gucken wir mal, wo man ihm ist. Guten Tag. Guten Abend. Ja? Sprichst du nicht mit ihm, wa? Nö. Na, scheinbar nicht. Gucken wir mal hier rein. Vor allem, ich fühle mich. Hä, das ist ja doch. Warum stand der gerade oben? Ich fühle mich so elend. Verstehe ich jetzt nicht. Ist egal. Da sind wieder diese. Ah, guck mal. Ich brauche ein Sägeblatt. Ich brauche ein Sägeblatt. Ta-ta-ta-ta-ta. Na? Kommen wir hier rein? Jo. Oh, ein Kühlschrank. Wow. Boah. Ist ja der Hammer. Und so viel Holz brauche ich nicht.
Boah, wie viel Wasser hier drin ist. So, gucken wir noch weiter. Da oben sind auch ganz schön viele Sachen. Das ist... Da liegt doch einer. Oder bin ich blöd? Da oben sitzen auch welche. Guten Tag. Hallo? Hallo? Ich habe Lust mit mir zu reden, okay? Gucken, was noch so hier gibt. Boah, da sind noch mehr Materialien. Klar wäre jetzt Futter geil, ne? Oder Medikamente oder sowas. Das wäre cool. Da unten ist auch ein Bett, da unten sind noch mehr. Bandagen und Medikamente. Scheiß auf das Holz. Ich würde ja gerne. Was ist denn hier? Was ist denn hier los? Na gut, da kann ich nur mit dem Brecharsenal, okay. Da liegen noch mehr, guck mal. Na, Freunde? Ja, ich will die auch nicht anfassen. Ich hab genug. Ach ja, lauf mal zum Ausgang. Oh, hier lohnt sich das auf jeden Fall, dann nochmal hinzukommen. Definitiv sogar. Was war das? Keine Ahnung. Egal. Ach, da liegt der. Achso, da lang waren zwei verschiedene. Ah, okay. Aber hier lohnt es sich auf jeden Fall nochmal hinzukommen. Definitiv. Nicht nur einmal sogar. So viele Sachen wie hier sind. Leider nichts zu essen. Jedenfalls nichts gefunden. Aber richtig viel Materialien. Und Medikamente. Und ach, gut, gut, gut. Und wir sind schon bei Tag 3. Das heißt, die Folge ist schon wieder vorbei. Das gibt's ja gar nicht. Ich habe Medikamente mitgebracht. Sehr gut. So, dann sage ich wieder, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei einer Runde This War of Mine. Tschüssingen!